Ja, schönen guten Abend, lieber Alex. Heute erster 432 Hertz Multiwellenoszillator, der Einführungstag sozusagen oder Abend, den wir mit diesem wunderbaren Produkt, das eigentlich aus einer Laune, aus einer Freude, aus einem Spaß von dir entwickelt wurde, nach unseren Wasseranlagen, die wir gemeinsam gemacht haben, habe ich da mal so eine Idee gehabt und du hast gesagt, ja, haben wir hin und her geredet. Ja, vielleicht erzählst du mal kurz, wie du nochmal dazu gekommen bist. Vielleicht ganz interessant für jene, die es noch nicht gehört oder noch nicht wissen. Ja, also ich bin Alex. Wie bin ich dazu gekommen? Ja, also mein Multiwellenoszillator, mal grundsätzlich mein ursprünglicher Beruf ist Elektromaschinenbau. Also ich habe eigentlich immer schon mit Spulen zu tun. Mit Trafos, Motoren und so weiter. Ja, und das Thema Lakowski ist ja auch ein Multiwellenoszillator nach Lakowski. Ist mal halt mehrfach über den Weg gelaufen. Und eines Tages hatte ich von Amazon, ich meine, ich will jetzt keine Werbung für Amazon machen, hatte ich so ein Viereck, da waren eben solche C-Ringe drin, so 10 Stück. Das war so 10 oder 13 auf 13 Zentimeter. Und dann schaue ich mir das so an, denke ich mir, ja, so, wie funktioniert denn jetzt eigentlich so ein Lakowski? Ja, und wenn man das Prinzip von einem Trafo kennt, dann weiß man das. Und dachte ich, ja, hoppala, lass uns das einfach mal ausprobieren. Ich habe zugleich dann gefragt, wie kann man den anschwingen? Ja, ein kleiner Musik-Tesla-Trafo. Das kennt man ja, diese kleinen Musik-Tesla-Trafos, und so ist das halt dann entstanden. Und dann habe ich einen Freund von mir gefragt, der kann CAD zeichnen, sag ich, du Andreas, schaut's aus, zeichne doch das gleiche mal einfach mit 18 Ringen. Und das Ganze in Zirbenholz. Wir hatten vorher schon den Auratron in Zirbenholz. Das war so eine Audiospule mit Magnet drin, kann man die Aura pulsen. Funktioniert auch sehr subtil, aber es funktioniert. Davon kann euch dann der Thomas erzählen. Und ja, dann haben wir das halt gemacht. Das war dann leichter gesagt als getan, weil diese Ringe zu biegen ist nicht so einfach. Ja, ich habe von einem Elektromaschinenbaubetrieb habe ich es biegen lassen, selber habe es dann nachgebogen, haben es dann ins Holz rein, also gefräst und so weiter alles. Und dann haben wir es ausprobiert. Also so fing das halt an. Das war das erste Modell, von denen habe ich heute noch 2 Stück. Die wirken sehr subtil, also sehr entspannend, beruhigend, krafttankend. Aber von Heilung war jetzt dann nicht so wirklich, oder sagen wir, dass man sagt, es würde jetzt so explizit auf die Gesundheit oder den jeweiligen, ja, Beschwerdefall einwirken, das war damals nicht der Fall. Aber was mich sehr erstaunt hat, war, dass man sich da drin so wunderbar entspannen konnte. Und so fing das an. Und dann irgendwann war dann die Frage, ja, welche Ringgrößen eigentlich? Es gibt da so viele Ringe. Also kann ja alles Mögliche machen. Ja, und im Gespräch mit einem anderen Freund, der hieß auch Andreas, oder der heißt auch Andreas, sag ich, du Andreas, ich weiß jetzt nicht, Ringe, was sollen wir jetzt machen? Mann? Und dann irgendwann kam mir in den Kopf Fibonacci. Na, heute weiß man ja, dass der Fibonacci und auch der goldene Schnitt auch verfälscht ist. Dass es eigentlich gar nicht wirklich so ist. Es sind ganz viele Dinge verfälscht worden, aber so fein oder so subtil, dass sie in sich logisch schließend sind. Schon interessant, ja. Und also so weit reicht die Manipulation. Das muss man einfach mal auch wissen. Und dann sage ich, ja gut, Fibonacci, und dann sag, meine ich, habe ja immer schon Wasseranlagen gemacht und bin dann über den Pollack gestoßen. Und der Gerhard P. Pollack, der sagte, ja, du hast, also das Wasser hat einen Abstrahlwinkel, hexagonale, von 270 Nanometer. Okay. Ich hatte noch einen anderen Freund, den Reinhard, der ist ein Elektroniker, der konnte auch diese Frequenzen errechnen. Und dann habe ich ihm gesagt, du Reinhard, errechne mir doch mal
Welche Ringgröße wären denn das? Also welcher Durchmesser bei 270 Nanometer? Das ist wahrscheinlich so ein Mikro, das ist so klein, das können wir nicht herstellen. Aber wenn wir das oktavieren, mal 2 mal 2 mal 2, dann kommen wir irgendwann so auf den Durchmesser. Und aus dem Bauch raus sagte ich dann, es wird wohl 3, 6, 9, 12, irgend sowas sein. Ja, und genau so war es dann. Und damit war das Geheimnis von Nikola Tesla dann auch gelüftet. Das sind nämlich alles Frequenzen, die auf das Wasser wirken. Von 1 ab 1 natürlich sowieso und dann 3, 6, 9 und so weiter. Und dann hatten wir zwei Sonnen hergestellt. Ja. Eine mit Fibonacci und eine mit Tesla. Das war die zweite Variante, die übrigens auch sehr subtil und gut funktioniert. Ja, aber es gab immer das Problem mit den Ringen. Und zwar diese Kupferringe sind einfach schwierig zu biegen. Das ist sehr viel Handarbeit und in so einem Holz hält das einfach nicht so toll. Ja. Und irgendwann kam ich dann drauf, wir hatten eine Wasseranlage gebaut, wovon der Thomas auch eine hat. Es gibt nur 17 Stück davon, das war die Lebensquell-EV-Anlage. In dieser Anlage war eine Antenne drin. Und zwar, ihr kennt das Gerät von Arthur Drenkle oder auch von Drabich, die zwei, das ist dieses Wassermatrixgerät. Und das hat eine Antenne, die schaut L-förmig aus, ja, L-förmig so. Und zwar zwei Stäbe in 120 Grad Abstand. Und dann habe ich mir ich habe das Gerät mir besorgt damals, weil die Großmutter meiner Kleinen, also meiner Tochter, war schwer krank. Sie hatte Lymphomkrebs. Wir haben das inzwischen besiegt, also haben diese Krankheit zurück bis ins erste Stadium, auch mit Hochfrequenz und CDL und verschiedenen anderen Sachen. Und ja, und dann habe ich mir diese Windung angeschaut und habe da einen Stab entwickelt aus Zirbenholz. Nur mit mehr Windungen, das sagte der Thomas damals, du, lass uns 39 Windungen drauf machen. Das habe ich gemacht. Das war eine Sendeantenne, die in einer Wasseranlage verbaut war, die wiederum diese zwei Fibonacci und Tesla MWOs angesteuert hat. Und die wiederum haben ihrerseits geschwungen. Also das war eine Wasseranlage eingebettet in Hochfrequenz. So, und ich hatte also diese Antenne entwickelt. Dann kam Markus. Markus wollte zur damaligen Zeit schon von der zweiten Version zwei Teller haben. Leider hat mich dieser Schreiner damals sehr enttäuscht. Er hat die Teller sehr, sehr schlecht verleimt. Falsch links oder rechtsgängig geleimt. Man weiß ja, das Holz ist die linke-rechte Seite. Die Teller haben sich alle geworfen, die Schalen. Ich musste 13 Stück davon wegwerfen. Hat mich viel Geld gekostet. Im Übrigen, wenn du heute zuhörst, du Bazi, vielen Dank dafür. Ja? Aber ich vergesse nicht. Ja? So, das ist das andere. Und dann, egal. Ja, dann ging es weiter. Ich musste lange suchen, bis ich einen Schreiner gefunden habe, der das so gemacht hat. Der dann eine alte Holztechnik angewandt hat mit Gegenverleimung, richtig von Hammer heute. Heute super Schreiner, macht alles gut. Ja, und dann habe ich den Markus aus Ermangelung dessen, dass ich eben keinen Teller hatte, ja, habe ich ihm einen Trafo gegeben und eine Antenne. Und damit hat er dann angefangen, seine Frau zu behandeln. Das Video könnt ihr ja in dem Chat sehen. Heute hat sie dann ein Video aufgenommen. Ich finde das übrigens sehr stark von ihr, dass sie den Mut hat. Die Frau ist nämlich recht ängstlich eigentlich, ja, und dass sie sich überwunden hat, heute ein Statement abzugeben, also dass sie diesen Bewusstseinssprung geschafft hat, zu sagen, okay, ich habe mich geirrt, ich hätte nicht Chemo machen dürfen und ich bin jetzt bereit, ja, das anders anzugehen. Ich erkenne sozusagen die Erfolge dieser Hochfrequenztechnik an, ja, trotz meiner Ängstlichkeit. Das ist übrigens, das ist eine große Leistung. Ja, so. Mal grundsätzlich etwas soll ich grundsätzlich was zum MWO sagen, zu der Ich möchte Technik? noch ganz kurz, damit ihr wisst, von was er geredet hat. Ich habe hier den Auratron, das ist eine kleine Kupferspule, 6 Ohm, 9 Ohm, ich weiß es gar nicht mehr, aber wie viel Ohm hast du gemacht? 13, Ja, okay. 12,8, glaube ich. Also Wie da viel hat Vorteil er? an,
An dieser Kupferspule ist auch, das ist einer der ersten Tests, die ich letztes Jahr zu dieser unrühmlichen Zeit immer mit hatte, weil du kannst sie umhängen und du kannst sie mit einem MP3-Player ergänzen und es baut dir ein kleines elektromagnetisches Feld auf. Was grundsätzlich der Vorteil von dem ist, dass wenn außerhalb gewisse andere Frequenzen auf dich eingehen in dein Aurafeld, dass dein Aurafeld auf dem elektromagnetischen Bereich anfangen zu stärken. Das heißt, ich habe gewisse Dinge wie diese Auswirkungen, wo viele von diesen Graphenoxiden oder wie sie die Menschen da immer bezeichnet haben, die konnte ich sehr gut im Griff halten, obwohl die Menschen damals sehr stark gestrahlt, das hat man gemerkt, gestrahlt haben. Das ist das Erste. Und jetzt zeige ich euch etwas, was einer der Anfänge, das hat Alex mal bei mir gelassen, das ist eine der ersten Scheiben. Kannst du dich erinnern, Alex? Das ist also nicht die V2 eigentlich, das ist das erste Produkt, ja, haben wir noch ganz mit ganz normalen Kabeln, aber auch aus Zirbenholz, als ihr seht. Und das Tolle an dem ist, Alex, die ist immer noch kerzengerade. Ja, also möchte ich jetzt noch zur Entschuldigung des Tischlers vielleicht sagen, und es hat noch mit diesem Kupfer, also mit diesem lackierten Kupferdraht. Ja, das ist also, wie gesagt, einer der ersten Modelle. Wie die anderen Modelle ausschauen, die könnt ihr im Bild sehen. Ich habe das jetzt gerade zufällig hier gehabt. Ich werde dann noch ein paar Sachen zu meiner Version sagen. Wir werden dann eingehen, aber vielleicht, dass du ganz kurz, Alex, auch erklärst, wie das mal grundsätzlich funktioniert, ja, wie die Frequenz vom Multiwellenoszillator, damit wir mal hier auch eine kleine Basis haben, damit jene, wo sich noch nicht so mit diesen vielen Texten beschäftigt haben, vielleicht etwas klarkommen. Ja. Ja, ich möchte jetzt das noch schnell zu Ende führen mit diesen Versionen. Also, als ich dann festgestellt habe, dass das mit den Kupferringen schwer ist, bin ich auf Hochfrequenzlinse umgestiegen, weil ja diese Antenne auch aus Hochfrequenzlinse war und weil die Erfolge bei der Frau, bei der Heidi, von Markus so groß waren und gedacht, ja gut, das wäre ja viel einfacher. Ja, weil es eine Hochfrequenzlinse ist, wie eine Schnur, sehr beweglich und lässt sich natürlich wunderbar einlegen. Und dann habe ich einfach mal gesagt, okay, wir haben ein Vierer-Draht, nehmen wir eine Vierer-Linse, legen das einfach mal ein und machen das. Davon habe ich 6 Stück hergestellt, also 5 professionelle und ein Prototyp. Und dann habe ich gemerkt, ja, da blitzt nichts mehr. Die hat zwar irgendwie viel Energie, aber ja, habe das gar nicht so ernst genommen. Das war so nebenbei. Und habe diese 5 einfach weitergegeben. Weil ich wollte dann sozusagen wieder zurückbauen auf 2 mm, weil ich dachte ja, dass man da in so einem Elektronengas liegt, ja, dass es so, naja, dass es so viele Elektronen sich durch den Skinner, also einen Stromverdrängungseffekt, anhäufen, dass sie dann in die Luft abgegeben werden und dass das der eigentliche Effekt ist. Ich komme da noch etwas genauer zu. Und ja, habe dann aber, das hat aber dann nicht wirklich viel besser funktioniert. Ich habe jetzt Sonnen mit 11 Windungen. Ja, es gibt dann noch diese kleine Glaskapsel da drin. Da gehe ich auch noch drauf ein, was das eigentlich soll. Ja, und dann habe ich dem Markus eben so eine Sonne mitgebracht. Ja, einer von den 5. Und das scheint einfach ein unglaublicher Erfolg zu sein. Ja, ich bin da einfach selber erstaunt. Also irgendwo auch freudig erstaunt, aber ich hätte nicht gedacht, dass man, weil Hochfrequenz ist ein echt komplexes, ein komplexer Bereich, wo man wirklich auch mit besten Messgeräten oft nur Blödsinn misst. Ja? Weil es ist einfach so, es geht um Hochspannung und Hochfrequenz. So, da müssen wir jetzt mal ein bisschen an den Herrn Nikola Tesla denken. Der hat einen speziellen Trafo entwickelt, weil das ist die Grundlage von dem Ganzen. Es gibt einen Primärkreis und einen Sekundärkreis. Der Primärkreis ist oft eineinhalb Windungen und den kann man sich als Schwingkreis vorstellen. Ja, stellt euch vor, ihr habt einen Schalter, der wird extrem schnell ein- und ausgeschalten. Da ist eine Spannung von 24 Volt jetzt zum Beispiel drauf oder 36 oder 100, das ist ja erst einmal wurscht. Und dann erzeugt dieses schnelle Ein- und Ausschalten dieser Primärspule, erzeugt eben ja, eine Induktionskette. Also es wird etwas angeregt,
in dieser Sekundärspule. Und die Sekundärspule, das ist dieser Turm, dieser Spulenturm, wo oft so eine Kugel oben drauf ist, ja. Und da wird dann das Verhältnis hoch transformiert sozusagen. Also wenn ich eine Windung habe und auf dieser langen Spule habe ich dann 1000 Windungen, dann habe ich 1 zu 1000. Also aus 24 Volt werden 24.000 Volt. Wenn das mit einer sehr geringen Herzzahl, also Taktung ist, wenn ich langsam schalte, dann passiert da nicht viel. Wenn ich aber sehr schnell schalte, dann bekomme ich hochfrequente Hochspannung. Und die ist übertragbar über die Luft. Ja, da kann man dann so eine Neonröhre daneben halten und auf einmal leuchtet die dann. Klar, weil das Neonröhrengas, das entzündet sich bei 1000 Volt und dann leuchtet es. Ja. So, und dann kam der Herr Lakowski. Der hat dann diese spezielle Antennenform, scheinbar aus der Natur von einem Insekt, hat er das irgendwo auf dem Rücken eines Insektes, hat er diese Ringe gesehen. Das ist ein bisschen dubios, weil ja, mag sein, dass es so ist, aber warum genau diese Ringe? Warum nicht andere Ringe? Das ist jetzt okay. Ist auch egal, es scheint auf jeden Fall gut funktioniert zu haben. Die haben sich dann zusammengetan, die Ringe bilden also die Antenne, diese C-Formen ineinander oder auch Zentralsonne genannt. Die bilden, wenn sie von so einem Trafo angesteuert werden, eine Multiwelle. Also, es sind sinusförmige oder spiralförmige Wellen oder auch kugelförmige Wellen. Und die haben ein riesiges Spektrum an Frequenzen, mehrere Tausende. Und die Idee darüber ist eben die, dass man in die Zelle funkt, hineinfunkt, weil da sind quasi Empfänger. Ich denke, es sind Bakterien oder so, weil Bakterien haben wir noch viel mehr als Zellen in unserem Körper. Bakterien, wir bestehen fast nur daraus, ja. Und die haben Empfangsantennen oder die Mitochondrien oder was auch immer. Da über die Zelle, da gibt es Spezialisten, die können euch das exakter erklären. Auf jeden Fall, diese Zelle kann aufgeladen werden. Und zwar nicht mit Mikrovolt. Ich musste mich da auch etwas mehr belehren lassen mit 70 Millivolt. Also negativ heißt also minus 70 Millivolt. Und wenn diese Zelle 70 Millivolt hat, also minus 70 Millivolt, plus einen Ohmwert von 2500 Ohm, ist diese Zelle gesund und bleibt auch gesund, sofern sie das richtige Wasser bekommt, Mineralien, Vitamine, Spurenelemente und so weiter. Hexagonales Wasser. Alle Zellen im Körper arbeiten mit hexagonalem Wasser. Alle Zellen von allen Organen. Der Körper arbeitet ausschließlich mit hexagonalem Wasser. Diese Frequenzen oder diese Hochfrequenz erzeugt auch hexagonales Wasser. Dann ist nur die Frage, wie lange hält es an? Gut, das ist dann jetzt aber ein eigenes Wasserthema. Was muss ich ins Wasser tun und wie muss ich es aufbereiten? So. So, das ist der Hintergrund von dieser Hochfrequenz. Und jetzt gibt es eben verschiedene Frequenzen. Also zu Zeiten von Herrn Lakowski hat er es geschafft, scheinbar mehrere tausend Menschen mit seinen Spulen, mit seiner Antennenform und dieser hochfrequenten Hochspannung zu heilen. Und das hat der Rockefeller Foundation gar nicht gefallen, weil die wollten Öl und auf Öl basierende Medikamente, Pillen verkaufen, also die Leute vergiften, was sie heute noch machen. Und haben, mein, die Geschichte kennt man, ne? Man hat diese Technik vom Markt gejagt, man hat die Bücher verbrannt, man hat den Herrn Lakowski umgebracht, später seinen Sohn auch. Ja, so. Nur mal so viel. Und so ist diese Technik untergegangen. War vor 200 Jahren da. Wenn wir die heute hätten, wir wären heute schon Medbeds und alles, das wäre überhaupt kein Thema. Ja. Man hat uns irgendwo so ein bisschen in die Steinzeit zurück gesetzt, warum auch immer. Welche Gründe da auch immer dahinter stecken, ist jetzt egal. So, gut, und jetzt wird das wieder entdeckt. Wir gehen in eine neue Zeit und ich muss mir grundsätzlich was zu Erkenntnissen erzählen. Erkenntnisse, die hat man nicht einfach, sondern man ist angebunden an ein Bewusstseinsfeld. Egal wie schlau man ist, wir sind Sender und Empfänger von
Bewusstseinsfeldern oder in einem Bewusstseinsfeld. Und entweder funktioniert das gut und wir erkennen das, oder wir kreisen halt in uns selbst. Ne? Und dann machen wir auch Fehlschlüsse. Also wenn die eigene Intelligenz alles ist, dann ist es zu wenig. Also niemand kann sagen, er ist so schlau, dass er das alles weiß, sondern man hat einen guten Zugang oder eben auch nicht. Und bei mir ist es so, ich bin jetzt mit Sicherheit nicht der Allerschlauste, aber ich habe eben scheinbar einen recht guten Zugang. Und das hat was mit Achtsamkeit zu tun. Ja? Das hat damit zu tun, dass man sich selbst zurücknehmen kann und für ein höheres Wohl arbeiten möchte. Also darum geht es eigentlich. Ja? Und es freut mich, dass wir scheinbar was gefunden haben, was vielen Menschen jetzt helfen wird. Heute eine interessante Nachricht bekommen von Markus. Es ist schon so weit, dass die Sonne, die ich gebaut habe, auf russischen Seiten kursiert und die untersuchen das jetzt, ja. Gut, okay. Ja, also, ja, die jetzige Sonne ist eigentlich keine gewöhnliche C-Sonne mehr. Also, die ineinander liegenden Cs, ja, das hat eigentlich damit nicht wirklich mal was zu tun, sondern die Überlegung war eine Spirale. Die Spirale ist grundsätzlich einmal ein 2D-Wirbel. Ja, ein Wirbel in 2D. Und irgendwann hatte ich die Eingabe oder die Idee, wir müssen eigentlich in Spiralen denken. Und dann kam die Idee, warum nicht die Spirale so machen, dass man Öffnungen hineinmacht. Alle eineinhalb Windungen wird eine Öffnung gemacht. Und natürlich muss man dann aber auch gewisse Durchmesser berücksichtigen, wie die 3, 6, 9 und so weiter. Ja, zumindest muss man mit der 3 mal anfangen in der Mitte und dann raufarbeiten irgendwo auf die 21 oder wie auch immer. So, und da kam mir eben jetzt die Fügung zugute. Ja? Wir haben scheinbar einen Glücksgriff gemacht und haben eine Sonne entwickelt, die sehr gut funktioniert. Und die auch eben sehr gut resonierend mit diesen Tesla traf. Das ist ja ein kleiner Musik-Tesla traf. Das ist eigentlich ein Spielzeug. Aber dieses Spielzeug wurde jetzt über 2 Jahre immer wieder verbessert. Auch von der Kühlleistung her, von dem Transistor her. Ein paar andere Bauteile wurden reingemacht, und so weiter. Also, dass dieser Trafo halt richtig gut hält. Da wurde ein Ständer dazu entwickelt, dass das Ganze transportabel wird. Natürlich war die Natur ist immer wichtig. Zirbenholz ist nicht einfach nur so gewählt, sondern weil Zirbenholz eine sehr hohe Schwingung hat. Und wir sind ja Natur, wenn man mit der Natur in Verbindung treten möchte, muss man auch Natur nutzen. Das ist genau wie mit dem Wasser. Will man ein natürliches Wasser, braucht man natürliche Steine zur Anreicherung. Ist halt einfach so. Ne? Natur kommt von Natur. So, nur mal so nebenbei. Und etwas hast du vergessen, weil du uns damals im schönen Lungau besucht hast, bei den Nockbergen, das war ja der Beginn. Das darfst du natürlich nicht vergessen, lieber Alex. Ja, möchte ich Ja. etwas für Lungau etwas Werbung machen. Da ist der Zirbe, war ja immer schon meine Lieblingsholz, weil es so speziell duftet. Der hat ja da schon auch einen beruhigenden Charakter auf das Immunsystem selbst. Ja, also ist es ja naheliegend, dass wir das mit einfließen lassen, auch in all unsere Dinge, auch die Spule, egal was wir hatten. Wir wollten einfach auch übrigens die Wasseranlage, was ich jetzt noch habe, die Version, da hat er auch Zirbenholz. Das ist einfach ganz etwas Spezielles. Ja, das wollte ich jetzt einfach nur noch ergänzen, weil wir haben uns ja damals ein paar Mal, glaube ich, drinnen getroffen im schönen Lungau. Ich glaube, zweimal war es mindestens drin, glaube ich, oder? Und zweimal haben wir uns getroffen und dann sind wir zu diesem Tischler gefahren. Ja, das war ein ganz besonderes Erlebnis. Ja, ich wollte jetzt einfach nur ergänzen zum Zirbenholz. Also wir wollen hier mit natürlichen vorkommenden Frequenzen, weil es sind ja auch Frequenzen hier, auch ein Zeichen setzen. Und das ist beim Alex so schön. Und jetzt musst du aufpassen, vielleicht wirst du bald mal in den Kreml eingeladen. Das wollte ich auch noch anmerken. Ja, genau. Ja, gerade von denen, die uns ja eigentlich meilenweit voraus sind, nicht? Die Genau. Russland ist ja da eigentlich führend auf dem Hochfrequenzgebiet. Alles, was wir heute da mit Hochfrequenz haben, kommt alles aus Russland, ja.
Wobei es natürlich Jakowski nicht immer nur zum auch ein Guten bisschen. eingesetzt wird, oder? Es wird ja nicht immer nur zum Guten eingesetzt. Wir kennen ja, dass Ja. Hochfrequenz auch in eine andere Richtung verwendet werden kann. Ja? Wenn man den Wuppecker kennt, oder? Dieses Riesengerät, wo auch Tschernobyl damals die Energie geliefert haben soll, als Beispiel. Aber das nur am Rande erwähnt. Ja, also diese Sonne hat noch in der Mitte eine Kapsel. Mit der Kapsel, da ist im Prinzip Bergkristallsand drin, da ist hochstrukturiertes Wasser, auch mit Essenz drin. Ja, kann man zumindest machen. Hat sicher auch eine Wirkung, weil Wasser und ihre Inhaltsstoffe, das ist überhaupt ein sehr subtiles Medium. Ja, und dann hat es noch eine Spule drin, und zwar eine vergoldete Kupferspule, ja, die quasi im Teraherzbereich schwingt. Ja. So, das ist jetzt nur mal so am Rande. Und dieses ganze System ist von Grund auf Nachhaltigkeit aufgebaut. Und auch darauf aufgebaut, dass es kompatibel ist. Ja? Also, wenn wir irgendwann einen Teller entwickeln, der vielleicht noch besser ist oder anders, es gibt kein besser oder schlechter, sondern es ist einfach anders. Ja? Dann kann man das ohne weiteres auf den bereits bestehenden Ständer ummontieren. Man schraubt die eine Sonne weg und die andere drauf. Und der Trafo bleibt der gleich. Ne? So, dann muss man nur wissen, hat man vom Stecksystem hier ein älteres System oder neueres? Dementsprechend muss man halt die richtigen Stecker hinmachen. Ja, der gleiche Trafo wird später auch in einer Wasseranlage verbaut. Also ich baue ja Wasseranlagen. Die Wasseranlage, die jetzt in Großserie dann demnächst oder in absehbarer Zeit gebaut werden soll, die nennt sich Trilog. Und da ist vorne eben eine Acryglasscheibe drin und in der Rückwand dieser Acryglasscheibe wird genau derselbe MWO verbaut, mit dem man sich dann befeldet. Und weil dieses Wasser eben in seinen Clustern und auch in seiner Struktur und seinen Inhaltsstoffen dann eben befeldet wird und man dieses Wasser trinkt, ist es 100% kompatibel zu der Behandlung, die man dann damit macht. Denn ohne gutes Wasser funktioniert diese Hochfrequenztechnik nicht so gut. Ja, sie funktioniert aber schwierig. Das Wasser ist das Elektrolyt, das die Zelle benötigt. Es ist quasi der Energieträger. Und je kleiner die Cluster sind, umso mehr Energetisierung nennt man das. Das musste ich auch lernen. Energetisierung heißt, dass mehr Energie drin ist, dass die Cluster sehr klein sind und sehr viel freie Elektronen da sind. Ne? Letztlich ist es so, das Geheimnis oder einer der Geheimnisse, wenn ich das richtig verstanden habe, liegt in dem Elektron. Elektron und sein Spin. Wir haben hier immer noch das Modell nach Bohr im Kopf. Ja? Also da ist ein Kern mit Neutronen und Protonen und darum schießen Elektronen und das Verhältnis ist sozusagen in einem, ja, ist immer ein Drittel. Ja, das sind immer Drittelverhältnisse, es sei denn, es ist ein Ungleichgewicht, dann wäre es ein Ion, ja, ein positiv oder ein negativ. Also ein Ion hat entweder Elektronenmangel oder Überschuss. Hat es Überschuss, ist es negativ, weil mehr negative Ladung da ist. Hat es einen Mangel an Elektronen, ist es positiv, weil jetzt mehr positive Ladung da ist. Nun, die Protonen, die Neutronen sollen angeblich im Kern sein und die Elektronen, die schwirren auf verschiedenen Schalen da herum. Und eine Schale hat dann wie eine Zwiebel wieder einzelne Levels. Ne? So, und diese Elektronen, die haben einen Spin, die drehen sich entweder rechts, links rum. Ne? So. Jetzt muss man verstehen oder man muss ein bisschen diese Potentialwirbelgeschichte, die Kugelwirbel. Ne? Wenn man jetzt ein Teilchen müsste grundsätzlich mal wie eine Kugel ausschauen. Denn die Kugel ist geometrisch die stabilste Form. So sich fragen, ja, wie funktioniert das, dass aus einer Schwingung eine Kugel wird?
Also wenn man einen Fluss betrachtet, ja, irgend wo quasi Wasser fließt und dieser Fluss meandert, also der dreht in Kurven und so und dreht sich ein und bildet Wirbel. Wenn man an so einem Wirbel runtertaucht, so, vorausgesetzt, man schafft das, dann würde man unten und dort wäre ein Stein, würde man einen kugelförmigen Stein finden. So. Und da ist quasi der direkte Zusammenhang zwischen Wirbel und Kugel. Ja. So. Und eben deshalb ist es eben so, dass der Wirbel eines der wichtigsten Elemente ist. Der Wirbel, wie gesagt, wie ich bereits erwähnte, 2D ist eine Spirale. Und jetzt, wenn man die richtige Spirale trifft, man kann natürlich sagen, es ist die Fibonacci, der goldene Schnitt, ja, ich bin ja da ein bisschen vorsichtig. Inzwischen denke ich, dass das Verhältnis ein Drittel zu zwei Drittel ist, ja, weil das wäre ja 61, irgendwas zu 30 irgendwas, ne, wäre der goldene Schnitt. Aber ich glaube das inzwischen einfach nicht mehr, denn komischerweise in der Quantenphysik, ja, da redet man ja von Dritteln, dann zwei Up-Quark zu einem Down-Quark und so weiter, also das Kleinstteilchen. Da ist es dann auf jeden Fall wieder ein Drittel. Komisch, wenn es dort ein Drittel ist und das Kleinste wird in Dritteln gesehen, dann muss es ja wohl im Größeren auch so sein. Im Kleinen wie im Großen. Und deshalb denke ich, dass wir da in vielerlei Hinsicht ja, belogen werden. Aber so subtil und so fein, dass wir das nicht wirklich gleich ja, dass wir es nicht gleich nachprüfen können. Und so, und diese Teile sind eigentlich, wie soll ich sagen, ein Wirbel dreht sich zu einer Kugel ein. Da gibt es drei Zustände. Ein kommendes, ein entstehendes Teil, ein bestehendes und ein vergehendes. Ja? Und die Größe dieser Kugel ist dann entscheidend, ob wir von einem Elektron sprechen, das kleinste, ein Proton, das nächstgrößere, oder einem Neutron, das größte. So ist es eben auch möglich, dass sich ein Teil von einer Sorte in eine andere umwandeln kann. Ja? Also die Energie kommt, das Teilchen entstehen, sie vergeht wieder. Und warum das jetzt so wichtig ist? Weil das die Basis unserer Hochfrequenztechnik ist. Ja? Also das ist eigentlich die Physik dahinter. So, ja? Wenn wir das verstehen, der Geist kreiert eine Materie in Form von Wirbel. Potenzialwirbeln, ja. Und im gleichen Moment kann er die aber auch wieder wandeln. Es ist alles im Wandel. Diese Welt, in der wir leben, ist ein manifestes Hologramm. Die ist nicht wirklich real. Real ist nur unser Geist, nur der Multigeist, aus dem wir alle existieren. Ja? Wir sind alle Teile dieses Multigeistes. So, genau. Und ja, diese Spiralen, wir stehen an einem Beginn oder mal wieder an einem Beginn einer Technologie, die es eigentlich schon lange gibt. Man hat uns leider sehr dumm gehalten und dumm gemacht. Und jetzt wurde eben durch Fügung uns ein Gerät gegeben, dem wir uns wohlfühlen, sage ich mal so. Ja, weil von Heilung darf man nicht sprechen. Weil Heilung ist nicht nur ein Gerät. Heilung ist ein Gesamtbetrachten von sich selbst in vielen einzelnen Bereichen. Ja, da gehört einfach mehr dazu, als sich nur in eine Sonne zu legen. Ja, wenn mein Körper ausgetrocknet ist, einfach nicht die richtige Körperflüssigkeit hat, wenn ich nicht die richtigen Mineralien habe, wenn ich ihm nicht die richtige Nahrung, also die Lebensmittel zur Verfügung stelle, dann kann ich mich befelden Tag und Nacht und es wird nichts passieren. Genauso ist es so, wenn Menschen mit einem negativen Geist oder einem hässlichen Geist, sage ich mal so, einem bösartigen Wesen drin liegen, habe ich auch schon festgestellt, gibt es auch nicht wirklich eine Verbesserung. Sie blockieren sich selbst. Denn es ist ja so, dieses Feld ist ein Bewusstseinsfeld. Ja?
das hängt schon viel von der Einstellung selbst ab, ob ich Heilung erlangen will oder nicht. Ja, wir dürfen nicht so, wie soll ich sagen, so primitiv denken, ja. Das System, in dem wir leben, ist nicht primitiv. Das ist hochkomplex und hochintelligent. Ja. Und ich sagte ja zu Anfangs schon, dass wir unsere Intelligenz ein bisschen zügeln sollten. Wir meinen immer, wir sind so intelligent, aber die Intelligenz braucht uns nicht, wir brauchen sie. Ja. Also auf gut Deutsch, wir haben Achtsamkeit zu lernen. Und da gibt es den Spruch, den Seinen gibt es daher im Schlaf. Okay? Also das heißt, dass wenn wir empfänglich sind, die dementsprechende Achtsamkeit an den Tag legen, werden wir mit allen Informationen, die wir brauchen, geliefert. Erst wann wir anfangen, egoistisch zu werden, weil wir meinen, irgendwas gehört uns, ja, gibt es den Spruch mal, mach mal die Augen zu, dann weißt du, was dir gehört. Nämlich nichts. So, jetzt muss man aber wissen, dass in diesem Nichts die ganze Fülle ist. Ja, ich weiß, wir wollen heute über Technik sprechen. Aber ist dir Technik, ich kann euch jetzt, oder andere könnten euch jetzt über zig verschiedene Wellen und Formen und alles Mögliche, was sie erkannt haben. Ich sage mir, ihr seht den Wald vor lauter Bäumen irgendwann einfach nicht mehr. Na? Stellt euch vor, ihr steht vor einem riesen Mosaik. Das besteht aus ganz vielen Tausenden von kleinen Farbsteinchen. Na? Ihr seht einen kleinen Ausschnitt, weil ihr nicht den ganzen Ausschnitt sehen könnt. Ihr könnt das ganze Bild nicht sehen. Aber ihr meint allen Ernstes, ihr könnt durch die Berechnung oder durch irgendwelche Systeme, die ihr da drin seht, oder ja, oder quasi Verhältnisse, könntet ihr auf das Ganze schließen. Und wenn er dann weit genug zurückgeht, seht ihr, dass ihr euch in vielen Dingen einfach geirrt habt. Es wäre besser gewesen, hättet das auf euch wirken lassen und hättet euch in dieses Feld eingeklinkt und hättet euren Verstand, der ja ein Werkzeug ist, er besteht ja nicht wirklich aus eurem Verstand. Der Verstand ist ein Werkzeug, sondern euer Wesen ist mehr als euer Verstand. Und da haben wir genau das Problem, dass wir unseren Verstand so dermaßen anheben, dass wir meinen, mit ihm alles bewerkstelligen zu können. Und das ist eben nicht der Fall. Ja? Ich habe viel versucht. Ich verstehe auch einiges. Aber letztlich war es dann die Fügung, die hergegangen ist und sagt, mach mal so. Das hat dann funktioniert. Ich hoffe jetzt doch dann, wenn wir viele dieser Teller hergestellt haben, dass sie alle so gut funktionieren. Aber ich habe schon rumgehört, so, wir haben ja 5 Stück da draußen. Und ja, die scheinen alle zu funktionieren. Ja? Also hängt es nicht an dem Trafo, es hängt an der Zirbenholzscheibe und die Art und Weise, wie wir sie gefräst haben, wie wir diese Litze, es hängt auch an der Litze, ne? Weil man muss wissen, dass wenn man eine hochfrequente Hochspannung macht, dann kriegt man eine Menge Elektronen, ja, also Elektronen, die fließen da so durch den Leiter. Und wenn sie sehr schnell hin und her geschubst werden, dann verdrängen die sich, das nennt man Skin-Effekt, die werden nach außen verdrängt und dann ist nicht mehr die Fläche entscheidend, sondern der Umfang. Und bei der HF-Litze ist es eben so, haben ganz viele feine Drähte, so 0,01 Millimeter, und die sind alle isoliert gegeneinander, also lackiert. Also wenn man da 300 oder 500 oder was weiß ich, wie viele da drin sind, hat, dann kann man enorm viel Elektronen aufnehmen. Ne? Ich ging ja am Anfang davon aus, dass es um die Elektronen geht, weil er ja die Funken hat, man sieht ja die Funkenstrecke und da ja, denkt man, ja, das muss ein Elektronengas sein, in dem ich liege. Bei der neuen Sonne ist es so, da ist gar nicht mehr so viel, da funkt gar nicht mehr so viel. Also kann es eigentlich nur der elektromagnetische Anteil sein, ja, der jetzt wirkt. Und im Nachhinein denke ich, es ist die Geometrie. Ja, die Materie und Geometrie, also die Geometrie, also das, wie das Ding geformt ist. Ja, jetzt darfst du wieder, Thomas.
Das ist schön. Also ich glaube, ihr habt es gesehen, es war jetzt richtig eine sehr spannende und sehr ausführliche Art und Weise, wie man Bewusstsein auch darstellen kann, das hier entwickelt wurde, zwar im Haus- und Hoflabor, wenn wir es mal so nennen wollen, ja, beim Alex und bei mir, weil wir reden ja oft mal ziemlich einiges miteinander und ich habe ihm ja schon eine Idee noch näher gebracht, weil bei Frequenzen und bei Wasser geht es ja auch darum, ja. Er hat jetzt, oder Lakowski hat diese Funktion mit den Wellen im unteren Band, wir reden dann auch von Dimensionen, oder man redet auch, du hast es Zwiebelschale genannt, ja. Und mir ist es ja gelungen, durch die Entwicklung meiner Essenz mit diesen plasmischen Feldern Stoffe da mit, nicht nur Stoffe, sondern Wirkungsmechanismen schon mit hineinzubringen, die man erstens spürt, wenn man es in der Hand hat. Man spürt richtig die Energie, die da sich hinein begeben hat. Und jetzt war meine Idee, diese noch zusätzlich in die Sonne, in den Mittelpunkt zu bringen, eben über diese Goldspule, die du da erwähnt hast. Und weil das wirkt jetzt bei meiner Zweierversion schon sensationell. Also ich habe das jetzt einfach hingeklebt, ja. Ich habe da ein paar Fotos auch reingemacht. Das möchte ich nur darum erwähnen, weil selbst wenn ihr gar kein Frequenz-Einspielgerät, es gibt ja verschiedene Einspielmöglichkeiten über MP3-Player, über Frequenzmodulatoren, wie sie auch beim normalen Sender sind, braucht es das nicht mal. Weil die Essenz selber, und das weiß ich von dem, weil ich es ja schon vielfach in meinen Gruppen weitergegeben habe, schon von Haus aus wirkt und von Haus aus eine Lösung von gewissen Thematiken praktisch generiert. Nur jetzt hier mit dem Vorteil, dass durch diese harmonische Wellenbildung, durch das untere Band und den elektromagnetischen Prozess, der als Energiequelle noch zusätzlich zur Verfügung steht, müsste es auch möglich sein, physische, geistige und andere Prozesse, die sich lösen, auch direkt zu harmonisieren mit dieser Welle. Das ist jetzt rein, was ich jetzt so gespürt habe. Und das habe ich auch gefühlt beim, ich bin selber davor gesessen mit der Version, die der Markus hat. Und das Interessante war, ich bin keine 20 Minuten vor, also mit den Füßen vor dieser, man sitzt eigentlich ganz witzig davor oder zumindest im Test. Und ich hatte immer schwere Füße. Ich hatte auch durch das viele Sitzen schon richtig so steife Zehen oder so. Und ich bin nach 10 Minuten bin ich da auf und ich dachte, was ist jetzt los? Ich dachte, ich schwebe, ja. Also diese Schwerheit, diese Träger, das war alles weg, ja. Und das zeigt sich auch an den anderen Ergebnissen, die anderen, wo bei ihm vor Ort sind, ja, das haben die alle in ähnlicher Weise festgestellt. Und ich glaube, ein Mann hat da reingestellt, der 83-Jährige, wo da mit Tränen, glaube ich, schon fast in den Augen dagestanden ist und endlich mal die Hand wieder oder die Hände wieder heben konnte. Das sind Dinge, die sollten wir produzieren. Und unabhängig, wer es erfahren hat, wie er es erfahren hat, diese Dinge sollten weitergegeben werden und diese Dinge sollten auch leistbar sein. Und jetzt sind wir bei dem Thema leistbar. Dieses Ding kostet in der Grundversion, ich kann es ja sagen, Alex, wir haben uns da geeinigt mit 2.300 € und in der Extended-Version mit der Antenne 2,6. Ja? Also, und ist natürlich, ich glaube, da müssen wir nicht mehr viel dazu sagen. Ja? Ich denke mir da, Alex, muss ich auch ein großes Lob aussprechen, denn seine Entwicklungen waren immer recht kostenintensiv, recht also intensiv für einen einzelnen Mann, ja, muss man auch so sagen. Wir haben alles da selber irgendwie zusammengetragen, zusammen. Ich habe dann ihm wieder, er hat mir wieder und dann haben wir mit den Wasseranlagen. Also das ist alles in klein. Wir haben keine Investoren gebraucht und brauchen sie heute noch nicht. Das wollen wir auch nicht, genau aus dem Grund, damit das Ganze nicht vergewaltigt wird. Das ist ganz, ganz wichtig und das soll auch so bleiben. Und wir wollen auch jetzt hier gewisse Mittel auch schaffen, um das Ganze natürlich immer weiter zu entwickeln, ja. Und das Interessante an dem Gerät ist, es ist transportierbar und modular aufbaubar. Also das heißt, vielleicht haben unterschiedliche Scheiben auch unterschiedliche Wirkungsmechanismen dann später auf gewisse Ein- und Auswirkungen von körperlichen Beschwerden, Schmerzen etc. Ja, und das ist das Interessante, ja. Oder Absolut. wie siehst du das, Alex? Ja, das ist so. Ja. Das ist so. Ich habe ja jetzt oben zum Beispiel eine andere Sonne. Die hat eine 2 mm Linse mit 11 Minuten. Und ich hatte gestern jemanden da, der, ich bilde mir hier gerade ein kleines Team aus, die einfach ein paar Euros brauchen, die für mich quasi die Wasseranlagen bauen, weil ich alleine das nicht mehr schaffe. Ja. Ja. Das ist einfach zu viel. Und der hatte Ohrenschmerzen.
Der lag dann da drin eine Stunde. Danach sagte er, komisch, ich habe keine Ohrenschmerzen mehr. Ja, jetzt ist diese Sonne subtiler, sie ist nicht so stark wie Ja. die mit der 4 mm Linse. Ja. Und ja, Entwicklung ist wirklich kostenintensiv, das ist wahr. Ich habe früher auch meine Anlagen eigentlich zu preisgünstig hergegeben, weil ich ja eigentlich immer, ich möchte keinen Wucher betreiben, ich möchte, dass es immer eine Win-Win-Situation ist für beide. Und das will ich auch weiterhin beibehalten, nur ist es eben so, dass wenn man irgendwann in einen Bereich kommt, wo man jetzt einfach größer wird, dann braucht man spezielle finanzielle Hintergründe. Es geht nicht anders. Ja. Wenn man einen gesunden Betrieb haben möchte, muss man Rücklagen bilden. Geht nicht anders. Ja. Weil die Leute immer sagen, ja, es geht auch günstiger. Ist sicher, geht immer günstiger. Nur wie lang? Ja. Je mehr Leute man hat, umso mehr Verantwortung hat man. Je mehr man macht, umso mehr braucht man letztlich. Ja. Das muss aber nicht heißen, dass es dann in den puren Luxus oder in den Wucher ändert. Nein, man muss immer anständig bleiben und gut abgewogen arbeiten. So, und ich denke, das habe ich in 3 Jahren mehr als bewiesen, dass ich das kann und tue. Sonst hätte ich nicht über 150 Wasseranlagen komplexester Natur gebaut. Ja? Einfache, aber auch sehr komplizierte Wasseranlagen. Und ich habe in 3 Jahren jetzt wirklich Anlagentechnik entwickelt, wo ich sage, also das ist sehr robust, bringt genau das, was es soll und ist eigentlich so am Markt, würde ich fast sagen, konkurrenzlos, weil die anderen es nicht bauen wollen. Die wollen einfach nicht. Es ist ja viel bequemer, wenn ich nach Asien gehe zu irgendeiner Nature Water Firma und mir vom Chinesen das bauen lasse. Ne? Damit mache ich meinen eigenen Markt natürlich kaputt, aber wenn ich nur auf mein Reichtum, wenn es mir nur um Reichtum geht, dann ist mir das ja wurscht. Ja. Und das ist eben nicht der Fall. Bei mir bleibt die Arbeit hier. Und es muss nachhaltig sein. Es darf nichts irgendwie umweltschädlich sein oder so. Es muss immer so sein, wenn drauf und kaputt geht, man kann ihn reparieren. Ja. Eine Sonne darf nicht kaputt gehen. Ein Ständer, das muss alles einfach lange und robust halten. Ja? Oder wenn was ist, dann muss es reparabel sein. Diese Wegwerfmentalität hat bei mir keine Zukunft. Ja. Ja, Thomas. Ja, also ihr habt schon gehört, wir laden euch zu einem Projekt ein, wo ihr als Pioniere mit dabei sein könnt. Wir wollen euch da einladen, an einem wirklich ganz genialen Moment eben dieses zu genießen, auch mitzugestalten und eben mitzuwirken. Wir wollen, und deswegen habe ich ja mit dem Markus jetzt beschlossen, den Alex da zu unterstützen. Wir werden schauen, dass wir hinten die Struktur, der sogenannte Vertrieb, aber der wird ganz rudimentär sein, also rein, dass wir die Interessenten, also jeder, der sich jetzt interessiert, kann sich dann bitte per Mail, ich werde das Mail dann noch reinstellen oder bei mir einfach direkt melden, dass wir nochmal alle erfassen, dass wir auch hier wirklich, ich glaube, wir haben jetzt 50 Sonnen, 30 Trafos, Alex, gehe ich richtig in der Annahme, die werden jetzt schon ziemlich bald knapp werden. Wir möchten aber so viel wie möglich eben mit euch da zusammen auch arbeiten. Danach, ich möchte diese Zoom-Thematik beibehalten. Ich muss mal schauen, wie wir den Rhythmus gestalten. Es sollte jetzt etwas mehr Zeit für mich zur Verfügung sein. Und dann möchte ich euch da ein bisschen durch diese Landschaft begleiten, ja, und euch wirklich da versuchen, auch dieses Bewusstsein, womit mit dieser Technologie kommt, weil ihr werdet sehen, mit diesen verschiedenen Frequenzen und Wellenlängen in diesen Bereichen kommt sie auch leichter in diese Informationsfelder hinein. Und zwar meine Essenz, und das weiß ich ganz sicher, weil ich selbst getestet habe, nur in meiner kleinen, mit wenig Leistung, ihr werdet plötzlich in Felder getragen, wenn ihr etwas Arbeit auch mit euch selber macht, in Körper, Geist, Seele, was unglaublich sein wird. Das kann ich euch jetzt schon garantiert versprechen, ja. Also wenn ihr geistig arbeitet, werdet ihr dahin geraten. Ich habe es gemacht und ich muss sagen, ich war sehr, sehr überrascht. Und ich freue mich schon. Ich habe ja noch nicht mal eine ganz neue Sonne von dir, aber ich habe die zwei anderen.
Und auch da, wie du es schon sagst, Entspannung. Es ist nicht so viel Leistung wie bei den normalen, aber das braucht es auch gar nicht, denn ihr solltet ja das genießen. Ja, bei der anderen, bei den Originalen geht es ja hinein, das ist ja keine Ahnung, eine viel, viel höhere Spannung. Da sollte man zwischen 5 und 10 Minuten, glaube ich, das sind so diese Schnitte am Anfang oder vielleicht sogar weniger. Wie gesagt, wie stark die Leistung ist. Und hier kannst du wirklich auch, bin sogar verschlafen. Ich bin nach einer knappen Stunde aufgewacht in einem drin. Hey, ich war in einem Feld und ja, es war befreiend. Es ist interessant. Ja. Und ich sehe schon ein paar meiner guten Begleiter, die ich schon lange kenne, vor allem den Ricky sehe ich jetzt gerade. Ich weiß, ich darf ihn erwähnen als guten Freund. Ich sehe ihn schon lachen, weil ich habe ihm nur kurz erzählt und er sagte: Thomas, schick mir einen. Und das sind die Momente, die ich eigentlich erzeugen möchte. Nicht, weil ich irgendwas an den Mann bringen muss, sondern weil ich Menschen sehe, er hat es verstanden, er hat es begriffen und er will das. Ja? Und um das geht es. Und er hat auch das Ergebnis, konnte er nachvollziehen. Und vor allem, es ist transportierbar. Und jetzt stellt euch mal vor, es muss sich auch nicht jeder das leisten können. Egal, es ist immer alles, was irgendeinen Wert hat, für manche zu wenig oder für manche zu viel. Ja, das ist mal grundsätzlich so, wenn du nicht viel hast. Aber wenn ihr so eine Scheibe besitzt, dann möchte ich euch auch ermuntern, bitte nehmt sie doch mit oder geht mit denen zu den Leuten, wo Schmerzen haben. Das ist noch mein Beitrag heute noch zusätzlich, damit ihr die da teilhaben lasst und uns praktisch mit unserer Art das weiterzugeben, weil wir sind nicht erpicht, das in ein großes Multilevel-Konzept oder sonst irgendwas wollen wir nicht. Wir wollen wirklich auf dieser Linie bleiben. Und der Alex hat schon gesagt, er hat so viele wunderbare Sachen gemacht. Auch dieser Auratron, der ganz klein ist. Also ich bin einer, glaube ich, der intensivsten Nutzer, weil ich ja im Außendienst bin. Und ich habe da alles schon gemacht. Ich habe auch eigene Frequenzen übrigens gemacht mit Rife. Also ich habe schon Datenbanken angelegt. Ich mache ja selber einiges mit Frequenzen. Und ich freue mich schon richtig, wenn wir das eine oder andere austesten können. Wir möchten dann auch die Zugänge für die Besitzer, also Besitzer in dem Sinn, für die, was die Scheiben haben, werde ich dann noch die Zugänge ermöglichen, dass ihr gewisse Frequenzen auch testen könnt. Die stelle ich euch zur Verfügung, die schon auch der Alex hat. Der hat, glaube ich, auch ein, zwei Jahre, glaube ich, auch schon probiert, oder? Ich habe dir einmal die Datenbank gegeben. Und ich sehe ja hier den Ricky übrigens, den könnten wir auch relativ gut gebrauchen, weil er natürlich im IT-Bereich sehr, sehr fit ist. Der hat ja selber eine IT-Firma in der italienischen Schweiz, glaube ich, wenn ich das jetzt richtig noch im Kopf habe. Ja. Und solche Leute kann man immer brauchen. Und wir wollen ein Projekt und er ist auch ein sehr bewusster Mensch. Und genau solche Leute möchte ich eben zusammenbringen. Und da hoffe ich vielleicht, dass wir irgendwie uns ergänzen mit Webseite, mit diesen ganzen Themen. Ja, bitte, Ricky, darfst du gerne dich melden. Ja, danke, danke dir, Thomas. Ja, ich befasse mich ja auch schon sehr, sehr lange mit diesem Thema aus einer ganz anderen Ebene her. Schon in ganz jungen Jahren habe ich angefangen, mich mit den Primzahlen zu befassen und habe einen Schlüssel dazu in den Pyramiden gefunden, der Bauart der Pyramiden. Und viele Jahre später in der Tätigkeit als Informatiker bin ich dem Professor Korff, Friedrich Wilhelm Korff begegnet hier in Ascona, der sein Leben lang damit geforscht hat und hat ein Buch geschrieben, Der Klang der Pyramiden. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Alex, sagt dir nichts? Sagt euch das was? Sagt euch nichts. Sagt mir nichts, nein. Ist auch, ja, also es ist eine Wahnsinnsarbeit, die dieser Mann geleistet hat, aber es ist eben von den Massmedia und von allen anderen sozusagen beiseite geschoben worden, weil es Riesenerkenntnisse bringt, die uns wirklich weiterbringen würden. Und das ist vielleicht ein Thema, was ich demnächst bei euch mit einbringen möchte. Da drüber mal nachzudenken, zu studieren, weil du, Alex, hast das vorhin mit der Terz gebracht, den Zweidrittel, Eindrittel Verhältnis. Und das ist dort ein großes, großes Thema. Also ich habe ja hier einen Kumpel, der hat
Das ist eine Spitze, wo man einen Pyramidenbausatz, das weiß der Ricky vielleicht noch gar nicht, siehst du, das habe ich gar nicht angesprochen, mit Kristallen, auch mit speziellen Spulen drin, also Spulen halt Wicklungen. Ja, das hat ein Kollege gemacht. Und solche Stellen bei mir im Garten mit ganz normalen Kupferrohren praktisch, die man in der Installationstechnologie verwendet. Und da drinnen entstehen Felder, ganz interessant. Und wichtig ist, es ist auch diese heilige Geometrie. Ich weiß nicht, ob man es hier sieht, da drinnen. Ja, also auch oben, das entzeugt einen Wirbel. Und wenn dann diese komischen, ja, ich sage jetzt mal Sprühaktionen laufen, wenn ich den da draußen noch mit Hochfrequenz dann noch, habe ich früher mal eine Tesla-Spule ran geschlossen, dann hat es ganz witzige Flugsimulatoren plötzlich herbeigerufen. Das war ganz interessant. Aber da können wir uns garantiert unterhalten, Ricky. Das ist ganz interessant, weil in dieser Pyramide entsteht dann, wenn du es so verwendest, eben dieses Feld nach Wilhelm Reich, also diese Kammer, wo du in deinem Feld selber bist, mit diesen pyramidalen Wirbeln drin. Ja? Also dort dann diesen Multiwellenoszillator vielleicht. Das müsste man alles mal austesten. Das sind alles Dinge, die sind sehr interessant und da sind wir offen. Und wir werden das natürlich ich glaube, du, Alex, hast auch eine, oder? Ich habe auch eine, ja. Ich würde es aber noch Ja. gerne ein Erlebnis erzählen. Und zwar, Ja, bitte. als ich die ersten Zentralsonnen hatte, ja, also die mit den 18 Ringen. Außer dass sie sehr gut entspannen, also wirklich, es ist so, man entspannt nach 5 bis 10 Minuten, ist man wirklich in einer Art Halbschlaf. Und wenn man aufwacht, hat man extrem viel Energie. Auch im Körper, im Kopf ist man ganz ruhig und entspannt und kann dann hinten raus noch viele Stunden sehr konzentriert und ruhig arbeiten. Aber es gab öfters einen Moment, wo ich kurz zwischen Wach- und Schlafzustand war, wo ich Menschen wie dich und andere, also so wie wenn du neben mir stehen würdest, gesehen habe. Ich denke, es war ein hineinschauen in das, was man Jenseits nennt, ja. Sozusagen in eine Parallelwelt. Ne? Man muss wissen, ich wohne in einem kleinen Dorf und nebenan ist ein Friedhof. Deshalb heißt die Straße Friedhofring. Und der Ort ist schon sehr alt, mindestens 500 Jahre oder länger. Und ich habe Menschen gesehen, die kannte ich noch überhaupt gar nicht. Ja? Und es, aber wirklich gestochen scharf, nur sehr kurz, es waren so 5 oder 10 Sekunden. Und da wusste ich, hoppala, ich bin scheinbar in einem Feld, ich habe da eine Wand durchbrochen oder so, ja. Bin in einen Raum gegangen, wo ich vielleicht gar nicht sein darf. Und das Beste war, als ich die neuen Sonnen ausprobiert habe, die jetzt mit den 2 mm Linsen, da kniet eine Frau neben mir, ja, so eine junge, hübsche Frau, okay, ja, aber. Die sagt dann zu mir, ja, Alex, ist schön, dass du mal wieder anklopfst oder so, sowas in der Art. Aber ich schalte es jetzt ab, weil du darfst ja eigentlich gar nicht sein. War schon lustig, ja. Aber sie hat mir dann auch was anderes gesagt. Also während ich in dieser Sonne war, ne, da sah ich dann, dass sie mir eine Frequenz gegeben hat. Man kann ja diesen Trafo modulieren. Ne? Und diese Frequenz war 396. Das ist eine Solfeggio-Frequenz. Und so bin ich auf die Idee gekommen, dass man eigentlich zwei Sonnen braucht schon. Und eine mit einer Solfeggio und die andere mit einer anderen Solfeggio. Also grundsätzlich meine in der Behandlung. In der Behandlung meine ich, dass gut ist, wenn man mit den Füßen zuerst dort ist, aber später dann auch eine Zeit lang mit dem Kopf. Weil der Kopf hat ja diese Magnetiten in der Hirnrinde. Millionen und Milliarden, also ganz viele, ja. So. Und da ist es aber entscheidend, mit welcher Frequenz man arbeitet. Unten in den Füßen niedere Frequenzen, oben im Kopf höhere Frequenzen. Aha, jetzt bist du kurz nicht gut zu Und hören da gewesen. sollte man eben dieses Solfeggio, ja. Ja, man sollte diese Solfeggio-Frequenzen nutzen zum Aufmodulieren des Trafos. Ja, Hört man jetzt mich habe ich. jetzt?
Ich habe das gehört und wenn ich das richtig interpretiere, hast du gesagt, unten wäre wahrscheinlich die 369 und man könnte das hier oben dann umdrehen in die 963. Das hatte ich jetzt sofort im Ja, Kopf. ich habe jetzt oben 639, Ja. aber die 963 geht natürlich Ja, die auch. 963, wer weiß es, ist die Pinkland Solfeggio. Das ist die vom dritten Auge. Ja. Also da hast du ja wahrscheinlich etwas mitbekommen. Also ihr seht, wir werden hier immer mehr und mehr mit Eindrücken, mit Informationen, die jetzt der Alex eben aus dieser speziellen Sichtweise erhalten hat. Ich hatte früher mal richtig Mühe damit. Inzwischen beschäftige ich mich auch mit paranormalen Dingen. Ja, es gibt da nämlich eine Frau, die hat für über 100 Jahren schon einiges geschrieben. Und wenn ihr das mal anschaut, was hier alles schon verlautbart ist, vor über 100 Jahren, mit was die ganze Struktur im Hintergrund, ich sage jetzt MK Ultra nur als Überbegriff, ja, was hier schon gearbeitet wird, wo heute noch viele lachen und die Leute auslachen, nur weil gewisse Menschen eben hier dieses Feintuning vielleicht schon besitzen würden, nur das gestört ist durch irgendwelche Ablagerungen, Verkalkungen und etc., was sich da in dem Körper befindet, dann haben wir jetzt sicher eine Möglichkeit, hier mal auch entgegenzuwirken. Und Alex, wenn ich das noch nennen darf, und das möchte ich eigentlich schon noch, weil hier geht es jetzt, weil hier sind wir nicht so beschränkt wie in diesem Forum. Darum habe ich ja damals gleich reagiert und gesagt, hey, wir müssen vorsichtig sein, sonst vertauscht man hier viel, man bringt viel durcheinander. Es geht nämlich darum, dass der Alex ja schon erwähnt hat, dass er Wasseranlagen baut und diese harmonisieren ja mit diesen Zentralsonnen. Das heißt, ihr trinkt das Ganze, es ist schon im Körper, es schwingt schon mal im Körper und dadurch muss natürlich aus einzig logischer Sicht auch im Außen dann wie soll man sagen, die Synchronizität zwischen diesen beiden Dingen sich sehr gut praktisch anpassen bzw. einschwingen können. Ja? Und aus diesem Grund versuche ich ja schon seit langem mit meiner Essenz zum Beispiel ganz, ganz einfach. Also es braucht nicht, dass jemand Wasseranlage plus weiß ich was kaufen muss, sondern es würde reichen, und das weiß ich ganz sicher, wenn ihr ein ganz normales Bergquellwasser, also entweder sollte es wirklich Bergquellwasser sein, wenn es rein ist, oder ihr nehmt ein destilliertes Wasser. Ja, geht auch. Und dort sprüht sie ja so zwischen 6 bis 12 Sprüher von meiner Essenz rein, weil die strukturiert es nicht nur sofort, weil sie auch Salzkristalle beinhaltet, sondern ihr habt noch auch diese wichtige Frequenz aus diesen höheren Ebenen auch. Und das ist eigentlich die nächste Aufgabe, die habe ich Alex schon mitgegeben. Ich werde auch so eine Scheibe brauchen, aber mit meinen Anweisungen, die ich ihm gegeben habe. Wir werden da noch wenig dazu sagen. Ihr habt es zwar schon angedeutet, weil es geht mir darum, ich möchte nicht beeinflussend sein, sondern wenn das dann rausgeht, sollte es dann möglichst unabhängig nachproduzierbar werden. Ja? Also wir werden hier nicht, weiß ich, wie Forschungsstudien machen, weil ich sage immer, was wirkt, dem gibt es Recht, was es wirkt, oder wer heilt, hat Recht. Man könnte es auch so sagen. Wir brauchen keine großartigen Studien, wo viele Leute Millionen hineinbuttern, dass sie sagen, ja, Experten haben gesagt, das würde so wirken. Braucht es nicht. Wir sind ganz normal in diese Alltagsumgebung eingebunden und wir möchten euch einfach hier einen Zugang ermöglichen, einen Zugang zu einem Projekt, wo ich denke jetzt inzwischen, Alex, wie lange kennen wir uns jetzt schon? Sind es schon über 11 Jahre, 12 Jahre, ich glaube vielleicht sogar länger. Ja. 2016. 2016, aha, ja, okay, no, in dem Fall noch nicht. Also, ich weiß noch, wo du mit den Stimmgabeln bei der Lissi, das war auch hier im Ländle, gekommen bist und gesagt hast: Hey, schau, Magnetspulen da mit Stimmgabeln und diese Spulen, da geht die Frequenz in den Körper. Und jetzt haben wir 2024 bald, zumindest so, wie man es im Außen so benennt, ja. Und jetzt reden wir schon von ganz anderen Dingen. Also, mich freut es. Ich werde jetzt mal an dieser Stelle die Aufnahme, glaube ich, wir haben eh alles gesagt, mal beenden wir grundsätzlich, weil ja alles gesagt worden ist. Wir können jetzt dann eine Fragerunde starten, aber ich werde jetzt zuerst mal schauen, dass ich hier die Aufnahme beenden kann. Sag Alex mal vielen Dank für das, was du jetzt gesagt hast, und wir werden dann jetzt im Anschluss die Fragerunde machen. Ja, dann halte ich jetzt an. Danke dir, Alex. Gern geschehen.